Herzlich willkommen zu unserem nächsten YouTube-Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das lange Warten hat ein Ende, denn wir haben uns bei der Papageienwerkstatt in Gelsenkirchen einen Papageienfreisitz bauen lassen. Im Hintergrund könnt ihr die Bilder, die ich zugeschickt bekommen habe, betrachten. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was mit dem ersten Freisitz passiert ist. Ich weiß, ihr wartet schon sehr lange drauf, aber ich werde es nicht hier in diesem Video betonen. Aber es gibt ein sehr großes Spezial darüber, also ihr könnt euch auf die nächsten Videos freuen. Falls du die Videos noch nicht gesehen hast, verlinke ich sie dir hier oben nochmals. Denn dieser Bau ist nicht vergleichbar mit der Papageienwerkstatt. Deshalb bitte, bitte nicht verwechseln. Dieses Video ist auch nicht gesponsert. Es ist alles eigenständig gekauft. Zwar hat man eine lange Wartezeit über Wochen bei der Papageienwerkstatt, aber glaubt mir, das Warten lohnt sich. Hier wird alles mit Liebe gebaut, nach Kundenwunsch, so wie es der Kunde möchte. 1:1. Und wenn wir hier jetzt die Bilder betrachten, seht ihr, dass wir auch beim Papageienfreisitz Rollen drunter haben. Was für uns natürlich sehr wichtig war, um es hin und her schieben zu können. Und das hier ist zum Beispiel die Buddelkiste oder die Wühlkiste. Und er legt eine Waage rein, damit er feststellt, dass es gerade gebaut ist. Dieses Teil wird zur Snackbar verwandelt und Papageienwerkstatt macht es möglich, dass wir es in einem dunklen Holz bekommen. Wir wollten die Snackbar auch ziemlich mittig haben, auch dieser Wunsch wurde uns erfüllt. Stück für Stück hat er dann die Snackbar dran geschraubt, dann die Buddelkiste oder die Wühlkiste, danach die ganzen Kletterstangen oder Sitzstangen. Und diesmal wollten wir nur eine einfache Schaukel, also eine Schaukel ohne Höhle. Dafür aber ein Podest oben. Und damit sie nicht hochfliegen müssen zum Podest, wollten wir so Sitzstangen, so eine Wendeltreppe hoch zum Podest. Und das hat er auch super schön hingekommen. Auch unser Wunsch an der Snackbar waagrechte Sitzstangen hat er uns erfüllt. Und als er uns das fertige Stück zeigte, waren wir wunschlos glücklich. Es gab nichts zu beanstanden. Nun musste er es nur noch zusammenpacken und zur Spedition abgeben. Und glaubt mir, die Spedition war innerhalb 24 Stunden bei uns. Gute Wahl. Es wurde auch wirklich sehr gut verpackt. Es war so gut verpackt, dass da nichts reinkommen kann und nichts beschädigt werden konnte. Und wir haben dann unten die Palette erstmal entfernt und die Spedition war so nett und hat die Palette auch wieder mitgenommen. Der Herr von der Spedition war auch so nett, dass er uns mitgeholfen hat, nach oben zu tragen. War ja auch nur ein Stockwerk, wir sind ja im ersten OG. Aber das Teil wiegt 60 Kilo. Sogar unsere ganze Nachbarschaft hat mitgefiebert. Die zwei Herren haben das gut gemeistert. Endlich, es ist da. Nun stand es in unserem Wohnzimmer. Das lange Warten hat ein Ende. Ich war so ungeduldig. Ich wollte es unbedingt sofort auspacken. Wir haben auch Sancha und Pancho dazu geholt, um zu sehen einfach, wie sie reagieren. Und jetzt schaut mal kurz zu. Wahnsinn gut verpackt. Danke, Papageienwerkstatt. Wir wollten es zwar danach auch reinigen, aber es ist schon sauber genug gewesen. Es ist nichts vom Kork runtergebröselt oder kein Dreck ist hineingekommen. In der Zwischenzeit habe ich die Futterschalen gereinigt und habe die Vögelchen mal draufgesetzt, um zu gucken, wie sie reagieren und dass sie forschen können, sich umschauen können. Man kann aber auch ihre Begeisterung hören. Nun schaut mal die tolle Snackbar an. Wie ein Candlelight-Dinner dinieren sie.
Das ist einfach nur fantastisch. Einfach nur herrlich. Einfach so wunderschön. Wirklich ohne Worte. Nichts wackelt, alles bombenfest. Ich bin ganz begeistert. Auch die Kokosschalen auf dem Podest kommen super gut an. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr dazu sagen. Man kann es deutlich hören. Wir haben dann auf dem Boden Buchenholzgranulat gefüllt. Und jetzt schaut mal, wie eine Wendeltreppe klettert sie hoch. Ist das nicht toll? Grünzügelgerecht gebaut. Und hier könnt ihr sehen, dass man gar nichts sieht an Schrauben. Er hat das so gut geschraubt, dass man gar nichts sieht. Wir sind so glücklich, unsere Papageien da drauf zu sehen, wie sie forschen. Jeden Ast Stück für Stück benutzen, drauf klettern, springen, hüpfen. Und wisst ihr, was das ganze Tolle ist an den Sitzstangen? Man kann sie einfach rausdrehen, reinigen und wieder reindrehen. Oder wenn sie abgefressen sind oder abgeknabbert sind, einfach ersetzen. Das ist eine Wahnsinnsqualität. Mit sowas macht man wirklich nur eine einmalige Investition. Wir haben doch den Fenstersitz und wir haben gleich noch einen dazu bestellt. Nur halt 10 cm kleiner, damit es längs ist. Und das meine ich mit rausdrehen. Ihr könnt die einfach rausdrehen, reinigen oder ersetzen und dann einfach wieder reindrehen. Und das könnt ihr nicht nur am Fenstersitz, sondern mit dem kompletten Papageienfreisitz, mit den ganzen Sitzstangen. Und das nenne ich mal Qualität. Weil man kann jedes einzelne Teil rausdrehen, ans Waschbecken gehen, schrubben, trocknen lassen und dann wieder reindrehen. Und unsere kleine Buddelkiste ist auch total ausreichend für die zwei. Ihr werdet die sicherlich jetzt öfters drin sehen. Aber vorher müssen sie noch die ganzen Sitzstangen forschen. Ich bin ganz begeistert. Durch unseren Fehlkauf erkenne ich hier klar und deutlich die Qualitätsunterschiede. Damit ihr auch dann es einfacher habt, werde ich euch nächste Woche ein Video machen, in dem ihr von der Papageienwerkstatt und von unserem Fehlkauf die Unterschiede sehen könnt. Vielleicht versteht ihr es dann, warum ich hier so begeistert bin und euch vielleicht bewahren kann vor einem Fehlkauf. Danke, Papageienwerkstatt. Wir sind wirklich begeistert. Es ist fantastisch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.